unserer Meinung nach sehr unzureichende und teilweise falsche Berichterstattung der deutschen Presse. Können Sie diese Ansicht teilen? Ja, wir haben das grundsätzliche Problem, dass wir immer weniger Auslandsjournalisten haben und die dann für 10 Zeitungen schreiben und die sitzen in der Regel in Madrid, wenn sie überhaupt in Spanien sitzen und nicht Paris oder so. Das heißt, die Kenntnisse sind sehr beschränkt, auch von Journalisten und dann sehr stark aus dem Argumentationsmilieu von Madrid geprägt. Es kommt jetzt immer wieder vor, dass doch einige Journalisten anders berichten. Es ist leider auch so, die Presselandschaft ist ja so dünn geworden, dass offensichtlich viele Zeitungen schreiben, da schreibe ich mal für und mal gegen und damit ich alle Leute erreichen kann. Es ist ziemlich traurig in der deutschen Zeitungslandschaft und eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir schlecht informiert sind über die Hintergründe. Dann beim Referendum dabei hier in Katalonien, wie haben Sie das erlebt und vor allen Dingen, wie haben Sie die Durchführung erlebt, trotz der widrigen Umstände? Ja, das ist genau wie das erste Referendum, was ja auch versucht worden ist zu boykottieren durch Sperrung von oder durch Verhinderung von Internetverbindungen und so weiter. War es beim zweiten natürlich ganz erstaunlich. Es ist ein großes Demokratieerlebnis für mich gewesen, dass Menschen unter diesen Gefährdungen, die da waren und unter Hubschraubern, die über sie herflogen und sie beobachteten, stundenlang gewartet haben, weil immer wieder versucht worden ist, zu blockieren die Nachrichtensendung und immer wieder gesagt worden ist, da kann gleich die Polizei kommen und euch niederknüppeln, dass gleichwohl so viele Menschen dahin gegangen sind, stundenlang gewartet haben, alte Menschen, Menschen in Rollstühlen, wo ich sage, sowas kann ich in Deutschland sich überhaupt nicht vorstellen, dass man so für das Wählen eintritt. Und deswegen war es für mich ein tiefes Erlebnis, diese Bereitschaft der Menschen wählen zu können. Und natürlich auch eine Erschütterung, dass man dort Militär einsetzt, obwohl man sagt, eigentlich ist mir sowieso egal, was du da entscheidest. Ja. Und dann aber gleichzeitig Militär einsetzen, um das zu verhindern, was ich von vorher sage, du ist sowieso nicht relevant, was du da sagst. Ja. Das ist so ein Widerspruch und zu wagen, in Wahlvorgängen oder in Abstimmungsvorgängen Menschen zu schlagen und zu schlagen, und mit Gummigeschossen zu beschießen. Ich war auch ganz in der Nähe von der der Schule dort. Ich war mitten in diesen Auseinandersetzungen drin. Das ist auch ein tiefes Erlebnis für mich gewesen. Was glauben Sie, warum, obwohl es ja ein europäisches Thema ist, hält sich die EU oder andere Länder dann doch immer noch so sehr zurück? Ist es wirklich nur, um den diplomatischen Frieden zu wahren oder steckt da mehr dahinter? Ja, da steckt ja, glaube ich, jedenfalls nach meinen Erfahrungen auch dahinter, so was ganz Praktisches. Ich habe natürlich auch versucht, meine sozialdemokratischen Freunde im EU-Parlament zu überzeugen, sagen, da musst du mal Positionen übergreifen. Die sagen, Gottes Willen, wenn ich mit dem Thema anfange, dann sagen die Kollegen von der PSOE, warte ich noch mal hier über meine Politik zu reden in meiner Fraktion, dann gibt es aber Ärger. Und dasselbe passiert im Zweifel in den anderen Fraktionen, zumindest bei der CDU und der Volkspartei. Das heißt, hier wird man schon dadurch gelähmt, dass Mitglieder der Fraktionen sagen, das geht dich nichts an. So, das ist jedenfalls, glaube ich, erstmal eine ganz klassische und einfache Begründung, warum das so ist, wie es ist. Dass die EU natürlich Ängste hat in einer Zeit, wo immer noch die Staaten zu sagen haben und leider immer mehr wieder die Staaten zu sagen haben und nicht das Europäische Parlament, ist natürlich klar, dass die Leute sagen, wir wollen nicht noch irgendeinen haben, der uns dann erpressen kann, wie viele Erpressungspotenziale da sind. Und die natürlich sagen, ja, wenn wir das einmal akzeptieren, dann wissen wir nicht, was das für Folgen in anderen Ländern hat. Schauen Sie sich den Kosovo an, schauen Sie sich das Kroatien an, wo ja durch Anerkennung von Kroatien dann erst recht der Krieg ausgebrochen ist. Das heißt, man ist sehr viel vorsichtiger in dieser Frage geworden. Und ob man das ändern kann, weiß ich nicht. Natürlich gibt es jetzt eine Situation in Europa, wo immer mehr Staaten nach rechts abgehen.
wo sagen wir, alle linkeren Leute, alle Demokraten eigentlich sagen müssen, was können wir jetzt an demokratischen Positionen eigentlich aufbauen, gemeinsam, um für Demokratie und für Freiheit und für ein Europa zu kämpfen. Und da kann man es nicht mehr so leicht machen, wie sich das bisher leicht gemacht worden ist von der EU und von vielen Politikern. Ja, das ist richtig. Also das heißt, man begegnet schon Kommentaren, sich dann doch besser rauszuhalten aus dem Thema. Oder? Ja, sicher, natürlich, weil es nicht einfach ist, weil es zu Streit führt, weil in der Fraktion es Ärger gibt und natürlich auch in der deutschen Politik gesagt wird, ich sage jetzt mal so, bei den Sozialdemokraten, über die kann ich reden, Spanien ist eines der wenigen Länder, wo noch Sozialdemokraten an der Macht gerade sind. Den werden wir nicht noch gerade in die Suppe spucken, indem wir denen sagen, wo es lang geht, sondern wir sind froh, dass sie da sind. Mein Ärger ist so ein bisschen, dass man nicht Hilfestellung gibt in bestimmten Fragen, wie wir das ja auch in den Jahren 75 und Folge gemacht haben, nach Francos Tod. Da ist ja massiv von SPD und von der Bundesregierung Geld gegeben worden, um zum Beispiel die PSOE aufzubauen, um Gewerkschaften aufzubauen, um die Verfassung auch mit zu beraten. Und meine Vorstellung ist immer, warum können wir in dieser Demokratiekrise, in der Spanien jetzt auch ist, denen nicht auch helfen in der Frage, wie macht man eigentlich eine vernünftige föderative Verfassung, wie kommt man mit der Geldverteilung, auch bei uns ein ständiges Thema, aber immerhin gelöst, Länderfinanzausgleiche, wie können wir das eigentlich versachlichen? Und natürlich für mich die große Frage, was ist eigentlich mit der Vergangenheitsbewältigung von Franco-Zeit und Bürgerkrieg? Das ist ja hier alles unter den Teppich gekehrt worden. Und wie können wir da eigentlich aus eigener Verantwortung helfen? Eigene Verantwortung heißt, Franco ist nur an die Macht gekommen, weil die Deutschen ihm geholfen haben. Und deswegen ist es eine eigene Verantwortung, wenn wir im Bundestag über Armenien reden, wegen der eigenen Verantwortung im Ersten Weltkrieg, bei dem Genozid, dann müssen wir auch über die eigene Verantwortung im Bürgerkrieg und der Franco-Zeit reden können. Und das wäre zum Beispiel eine gute, wunderbare gemeinsame Aufgabe, nochmal objektive Daten zusammenzustellen, damit man mehr darüber fragen kann, damit Entspannung da ist über sachliche Themen. Wir haben ja in Deutschland die Diskussion über die Verbrechen der Wehrmacht gehabt, hochemotionales Thema. Die einen haben gesagt, das kann ja doch gar nicht sein, mein Vater ist im Krieg gestorben und jetzt sagst du auch noch, das wäre ein Verbrecher gewesen, das ist ja unmöglich. Und nur dadurch, dass Remsma mit seiner Stiftung nachher viel Geld in die Hand genommen hat, um eine objektive Forschung zu machen über die Verbrechen der Wehrmacht, dann war klar, es war so und diese Diskussion ist auch zu Ende gekommen. Hier hoffe ich, dass es mal objektive Daten gibt, dass dieses Thema entemotionalisiert werden kann. Bei uns hat es im Übrigen auch 40 Jahre gedauert, bis wir ernsthaft über das Dritte Reich reden konnten. Ich habe gelesen, dass man auch darüber gesprochen hat, dass sich das wirklich auch zum Pulverfass entwickeln kann. Bisher wird ja nur demonstriert, aber sehen Sie diese Gefahr wirklich? Ja, natürlich, weil ich sage, Repression, die ja hier ausgeführt wird, man kann so eine Bewegung, das ist eine politische Frage. Man kann nicht anfangen und sagen, jetzt mache ich Strafrecht, ich sammle mal alle Leute, mache strafrechtliche Verfahren gegen die mit Bedrohung. Das ist immer die gefährlich, wie weit das weitergehen soll. Repression, hier ist es so gewesen, dass es ja ganz erstaunlich ist, dass es hier keine Gewalt bisher gegeben hat. Überall in anderen europäischen Städten, da macht zumindest der Schwarze Block Theater und brennt den. Schauen Sie sich mal die Situation in Paris jetzt an, mit den gelben Westen, was das bedeutet. Und hier, das soll jetzt Rebellion sein und in Frankreich nicht. Und jetzt Prozesse zu führen, wo man, und deswegen ist auch Deutschland da sehr gefragt, wo deutsche Gerichte gesagt haben, auch das ist gar keine Rebellion, weil dort keine Gewalt vorgeherrscht hat. Und das ist auch in Spanien keine Rebellion, weil eben Gewalt auch in Spanien Tatbestandsvoraussetzung ist. Es ist absurd, dass jetzt gesagt wird, ja, dann machen wir trotzdem Verfahren wegen der Rebellion. Und auch diese Frage der Veruntreuung von Geld ist einfach lächerlich, weil in dem entscheidenden Zeitraum, wo die dann durchgeführt worden ist, da hat ja längst der Finanzminister aus Madrid das Sagen. Das heißt, viel Geld konnte da gar nicht ausgegeben werden. Ich habe das ja auch erlebt. Das war ein Akt der
der Bürgerschaft und nicht des Staates, die da durchgeführt worden sind. Deswegen absurde Prozesse zu führen mit absurden möglicherweise Gerichtsentscheidungen führt nur dazu, dass die Situation nicht gelöst wird, sondern weiter angespannt wird. Ich kann nur sagen, die Richter, die hier entscheiden, die ja hier sehr politisch sind, mit einem sehr seltsamen Wahlverfahren an die Macht gekommen sind, diese Richter, die stehen jetzt nicht nur in Verpflichtung für die spanische Rechte, sondern die stehen auch in Verpflichtung international für Spanien, das Reputé von Spanien aufrechtzuerhalten. Wenn erstmal in Europa und in der Welt klar ist, hier gibt es Richter, die nicht nach dem Gesetz urteilen, sondern die nach politischen Seilschaften urteilen, das ist eine Katastrophe für Spanien, auch für die wirtschaftliche Entwicklung. Das muss man jetzt immer wieder sagen und Druck auf diese Richterschaft ausüben, zu sagen, das kann nicht sein, was ihr hier mit den Leuten macht. Ganz unabhängig von der Frage, wie glaubt ihr, dass hier ein Befriedungs- und Konfliktlösungsmodell gemacht werden soll. Nur mit Gewalt, wie in der Vergangenheit, wo soll das hinführen? Da sind wir auch schon beim Thema gleich. Der Prozess gegen die ehemaligen Politiker steht ja jetzt kurz bevor. Wie sehen Sie die spanische und die Justiz? Aus Ihrer Sicht sind es politische Gefangene? Ja, ich glaube schon, dass es politische Gefangene sind, denn hier werden ja Leute, ich sage immer, heute war ich zum Beispiel bei Carme Forcadell, die ist Parlamentspräsidentin gewesen und hat über die Zukunft ihres Landes im Parlament reden wollen, eine Selbstverständlichkeit. Und selbst wenn das in Grenzenbereich und sagen, ist das denn eigentlich rechtlich zulässig gegenüber Spanien, dann muss man doch gleichwohl sowas diskutieren können. Die Frau über Jahre, über Monate, fast ein Jahr im Gefängnis zu halten, um dann sie einen Prozess wegen Rebellion zu machen, wobei die Rebellion ja erkennbar, das hat ja nicht nur das OLG Schleswig-Holstein gesagt, sondern auch andere, daran erkennbar kein Tatbestand da ist. Das ist einfach unfassbar und deswegen ist es mir so wichtig, dass dies in die Öffentlichkeit kommt, dass das auch in Deutschland und in Europa reflektiert wird. Ein Staat, der aus politischen Gründen Strafrecht anwendet, das ist eben hin zu türkischen Verhältnissen. Und man kann sehen bei türkischen Verhältnissen, wie schnell verdammt nochmal Demokratie und Journalismus und so weiter alles vor die Hunde geht, wenn diese Art von Politik auch noch hingenommen wird. Ja, das ist richtig. Zu den Verhältnissen, Sie waren ja jetzt im Gefängnis, was hatten Sie für einen Eindruck? Wie hat es auf Sie gewirkt? Ja, bei KMV Gede war ich schon mal, ich kenne Sie ja aus früheren Zeiten ganz gut. Es ist natürlich immer bedrückend, solche Freunde und Menschen, die nur ihr Bestes geben wollten, im Gefängnis zu erleben, das ist schon irgendwie furchtbar. Schon dieses Erlebnis, ich muss jetzt in ein Gefängnis gehen, obwohl ich als Parlamentarier oft im Gefängnis war, nicht weil ich was gemacht habe, sondern weil Gefangene zu besuchen, die sich beschwert haben über ihre Behandlungssituation. Es ist erstmal bedrückend. Ich muss sagen, und die sind ja noch fast ein Jahr im Gefängnis, das ist schon viel und die beiden Männer, die haben Kinder, die in, ja, kleine Kinder sind, wo man sagen kann, warum brauchen die nicht ihren Vater? Weil Carme Forcadell, die hat eine 90-jährige Mutter, die in der Nähe wohnt, die möglicherweise jedenfalls nicht mehr erleben kann, dass sie rauskommt. Auch das ist ein starker Druck. Umgekehrt muss ich sagen, sie sind gut drauf, sie versuchen sich gut vorzubereiten, haben intensive Gespräche mit ihren Anwälten und das ist ja ein Riesenphänomen und man fängt eigentlich an zu heulen, schon wenn man dahin fährt und die Straßen voll den gelben Schleifen sind. Und wenn man weiß, dass da täglich eigentlich Leute da sind und an Wochenenden, die da für sie singen oder emotional einfach sagen, wir sind bei euch, dann ist das schon ein wahnsinniges Erlebnis, das man haben kann. Und ich kann Ihnen nur Mut und Kraft wünschen, dass Sie diese Schwierigkeiten auch des Prozesses überstehen können. Und für uns bedeutet es, hier genau die Justiz auf die Finger zu sehen. Die müssen wissen, dass Europa und die Welt ihnen zuguckt.
und eben Spanien beurteilen wird und nicht und sie selbst dann vielleicht irgendwann mal auch. Denn möglicherweise machen diese Richter sich auch strafbar. Das stimmt. Muss ich gerade sagen, nochmal zugucken. Die SPD in Deutschland beobachtet sie aktiv die Vorgehen, die Geschehnisse hier vor Ort? Auch wissen Sie, was ist die SPD Deutschland? Das ist immer auch die Einzelnen. Ich bemühe mich seit vielen längerer Zeit immer wieder andere Kollegen zu finden, die in der Regel auch sagen, ja, du hast ja recht, eigentlich, wir können uns nicht ganz einmischen, aber meine Position ist ja auch nicht, mich einzumischen. Ich sage nur, wie können wir in dem Dialogprozess, der hoffentlich stattfindet hier und wo ich allen Parteien sagen muss, fängt mal an zu reden, wie können wir Fachpersonal zur Verfügung stellen, wie 75 Folgende, die zum Beispiel Fachkenntnisse haben über Föderalismus, die Fachkenntnisse haben über Länderfinanzausgleich und Geschichtsbewältigung. In diesen Dingen, da können wir sicherlich fachlich helfen. Das ist wichtig. Und ich hoffe, dass meine Kollegen von der SPD und natürlich auch die anderen Parteien einfach sehen, auf welchem glatten Eis wir im Rahmen der demokratischen Entwicklung in Europa stehen. Das wird ja ein wichtiges Thema für die Europawahl, wie wir Demokratie stärken können. Und deswegen ist dieses Thema auch nicht ja, von großem Interesse, muss von großem Interesse und kann nicht einfach weggeschwiegen werden.